Heute sind wir unterwegs mit der guten Prinzessin Leia und die hat schon einige Abenteuer hinter sich. Was ist los? Ist dir dein Mittagessen flöten gegangen? Rette mich, Chewie! Sie machen es mir wirklich schwer, mich zu ihnen hingezogen zu fühlen. Und damit starten wir rein in Lego Star Wars die Skywalker Saga. Leute, wir sammeln heute fleißig auf Hoth die guten alten Kyber Bricks und müssen dafür erstmal hier die Wand aufschneiden. Ja, das war ja gar kein Problem für die gute Soka. Wir haben hier doch bestimmt noch... Oh, das sieht cool aus. Hallo. Willkommen bei unserem bescheidenen Schießstand. Wenn ihr das Schießen trainieren möchtet, kommt einfach her und legt los. Alles klar. Kann ich auch in die Kanone rein? Ja, ich kann in die Kanone rein. Jo, was geht denn jetzt? Cool. Oh, was? Die fallen... Ah nein, das sind unsere Leute. Oder? Warte, ich soll aufs Imperium schießen, denke ich mal, oder nicht? Die bringen mir aber trotzdem Punkte. Ich schieße auch auf unsere Leute. Juhu! Oh, cool, ey. Das ist ja super cool gemacht. Ja, ja, ja. Ich weiß. Ey, der ist noch nicht aktiv jetzt. Den AT-AT bringen wir andauernd zu Fall, Leute. Das ist super gut. Jetzt die Flieger, die Flieger. Das ist der, also das ist bis jetzt eine der geilsten Schießübungen ever. Come on, gib mir nochmal den AT-AT. Jawoll. Cool, ey, das hat richtig Spaß gemacht. Ganz hervorragend. Hier, nimm dies als Preis. Und komm gern wieder. Um alles klar. Noch ein wenig zu trainieren. Oh, hier haben wir noch irgendwie was. Cool. Das sieht ja hier super aus. Guck mal, hier auch mit den AT-STs und so. Okay, was geht hier ab? Aha. So, was kann man damit machen? Damit machen wir den Laser an oder was? Sieht so aus. An den Projektor. Also, wir haben als erstes AT-ST. Dann haben wir den TIE Fighter. Dann haben wir den AT-AT. Und dann den TIE Bomber. Dann den TIE Fighter. Ein paar Sekunden später. So, und jetzt noch hier den TIE Bomber. Dann müssten wir eigentlich alles in der richtigen Reihenfolge haben, oder? Jawohl! Geil! So, jetzt auf der Medi-Station. Ah! Da sind welche gefangen! Was müssen wir hier genau tun? Okay, müssen wir die einfach nur umändern, die Farben? Der braucht das grüne Zeichen und der die gelbe, okay. Gelb. Gelb und jetzt noch grün, oder? Jetzt haben wir es, jawollo. Gib her das Ding. Yeah. Ja, und hier haben wir nochmal so eine Tür. Okay, das ging doch echt super schnell auf Hoth, hätte ich gar nicht gedacht. Ah, die ist noch zu. Aha. Oh, doch nicht. Es ist oben versteckt. Was ist denn damit rausgefallen? Ein Weihnachtsbaum. Die Rumpelkammer von den Rebellen haben wir hier noch entdeckt. Cool. Okay, damit haben wir jetzt Hoth tatsächlich abgeschlossen und können zum nächsten Planeten. Leute, wir haben auch wieder eine Frage des Tages und diesmal ist diese. Die Anführer welcher Verbrecherorganisation werden von Savage Opress geköpft? Schreibt jetzt eure Antwort in die Kommentare und am Ende des Videos wird das Ganze aufgelöst. Aha, der Mann hier hat noch ein Problem. Entschuldigt, ich habe keine Zeit. Ich muss diese Tür reparieren. Aha. Wenn ihr hier rein wollt, müsst ihr warten. Oder mir helfen. Oder eine mysteriöse dritte Möglichkeit finden, die es... Wenn wir mal ehrlich sind, nur vielleicht gibt. Vielleicht aber auch nicht. Na dann. So, hier können wir schon mal was bauen. Ach, das geht so einfach, oder was? Ach, der Boy, der ist ja ein ganz schlechter Reparateur. Wie der sich erschrocken hat. Hey, seht euch das an. Hier scheint ja alles in Ordnung zu sein. Na, dann werde ich mal mit den Jungs ein wenig Gasball spielen gehen. Okay. Mal gucken, was das ist. So, und dafür gibt es auch nochmal einen dicken Brick. Nice. Oh, hier ist eine Eingangstür.
Warte mal. Also mach. So, hier waren wir auf jeden Fall noch nie drin, da bin ich mir sicher. Was ist das denn? Hallo? Moin, ich mach hier mal alles kaputt. Chef, seid ihr das? Ich habe meine Spionagemission abgeschlossen, aber diese Tür lässt sich nicht öffnen. Okay. Handelt es sich um eine dieser Passwortsperren? Ihr müsst mit dem Protokolldroiden im unteren Teil der Stadt sprechen, um das Passwort zu erhalten. Alles klar. Ich würde selbst gehen, aber wie ihr sehen könnt, bin ich handlungsunfähig. Alles klar, mach mal, mein Freund. Oh, das sind hier. Jo, der ist da erstmal Popcorn. Sieht hier schon richtig cool aus. Guck mal, ihr habt mal einen richtig schönen Überblick über die Stadt. Hier würde ich gerne wohnen. Ah, hier ist das Ding, ne? Schrank. Ach, den hatten wir schon. Seid ihr das? So, mein Freund, jetzt wird dir hier mal geholfen. Ja, deine Tür geht doch auf. Alles ist cool. Hier, zack. Ich muss Lord Vader sagen, dass Rebellen den Protokolldroiden gefunden haben. Oder den Prototyp-Hybriden. Hier drin hört man so schlecht. Bitte? Hast du noch was zu sagen? Ich wurde angewiesen, die Rebellen aus diesem Schrank heraus auszuspionieren. Ach so. Aber die Tarnung flog auf und sie haben mich eingesperrt. Die Schuhe da drin stanken furchtbar. Ein Kriegsverbrechen. Wenn ihr mich nun entschuldigen wollt, ich muss versuchen, mich an das zu erinnern, was ich gehört habe. Wenn sie mich doch nur in den Stifteschrank gesperrt hätten. Okay, denk nach. Es reimte sich auf Protokolldroide. Prototypolide. Hey, ihr habt auch noch was? Seid ihr hier, um zu helfen? Mein Laden ist voll schädlichem Gas. Ich würde die Notfallüberbrückungen für das Filtersystem verwenden, aber ich kann den Atem nicht so lange anhalten. Okay. Oh, als Droide und ohne diese verfluchten organischen Lungen geboren zu sein. Das wär's, ne? Dann gehen wir mal mit ihm hier rein. Ah. Hier sieht ja alles böse kontaminiert aus, du. So, das ist doch bestimmt hier das Belüftungssystem. So, und jetzt auf Zeit, oder was? Ah, nee, warte mal, was muss ich machen? Ja, guck mal, wir können hier irgendwelchen anderen irgendwie was machen. Wie kann ich behilflich sein? Ah. Ich kann sicherlich behilflich sein. Halt, nein. So, und auf der anderen Seite geht das Ganze auch nochmal. Guck mal, da kriegen wir sogar einen Protokolldruiden. So, wenn wir den jetzt aufteilen, dann haben wir damit auch immerhin noch zwei. Und damit müssen wir eigentlich fünf hinkriegen, ne? Ich denke, das ist ein Fall. Jawohl. Für mich. Huch. Okay. So, mein Freund. Danke, dass ihr euch um das Gas gekümmert habt. Endlich kann ich meine Waren wieder verkaufen. Giftgas. Oh, diese flippigen Leuchten. Das habe ich so gar nicht kommen sehen. Das ist ja super. Alles klar, damit haben wir jetzt allerdings auch schon Bespin auf 100% gebracht. Das ging auch verdammt schnell. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir holen uns hier noch welche bei dem guten alten Dagobah. Da fehlen uns nämlich nicht mehr viele. Ah, da liegt was. Test 417. Neue Formel zeigt schnelles Wachstum bei Anwendung auf lokale Pilze. Nein, die lokalen Pilze sollen doch nicht damit besprüht werden. Aha. So kriegen wir schon mal das eine weg. Die Lianen sind damit irgendwie verbunden oder was? So, wenn wir an die rankommen, dann haben wir es ja eigentlich schon, oder? Und ich denke, das wird hier super schwierig oder so. Aber nö, ging ja super einfach. So, jetzt müssen wir es nur noch holen und... Oh, haben wir noch was in Yodas Hütte? Ja, da oben. Wir müssen uns so eine ganz kleine Treppe bauen oder so, glaube ich. So. Und schon sind wir hoch genug. Perfekt, siehst du mal. Das nennst du kochen. Ja, das war sogar wirklich... Also, cool. Und hier in der Höhle ist noch was. Die Höhle der dunklen Seite. Hier muss noch irgendwo einer versteckt sein. Ah, das wird so ein Lichträtsel oder so. Okay. So, die können wir jetzt wieder so drehen. Das ist dann den nächsten anscheinend. Alter, das hat ja richtige Zelda-Vibes hier.
So, jetzt muss der hier doch bestimmt den da drüben anstrahlen. Ich glaube, der kann jetzt schon die finale Tür öffnen. So, gucken wir mal. Ja, das müsste eigentlich richtig sein. Jawohl, cool. Ey, das war nice. Sehr gut. Und damit müssen wir jetzt tatsächlich eigentlich komplett Dagobah abgeschlossen haben. Hier lieber gerade nochmal schauen. Ja, siehst du mal, Dagobah haben wir auch geschafft. Und die Antwort auf die Frage des Tages ist heute die schwarze Sonne gewesen. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.